Wir besuchen Städte der Welt, deren Geschichte und Kultur einzigartig und verschieden ist. Eine Reise zu Orten, deren Namen vertraut klingen und doch vieles unbekannt ist. Eine außergewöhnliche Reise zu den Kapitalen der Kultur. Im Mittelalter war Venedig die mächtigste Handelsmetropole an der Adria und im östlichen Mittelmeerraum von Europa. Mehrmals im Jahr dringt das Meer in die Stadt ein und überschwemmt auch die Piazza San Marco. Doch selbst dann strahlt die Basilika mit den orientalischen und byzantinischen Einflüssen. Der geflügelte Löwe mit dem stolzen Blick, voll goldener Kühnheit, wurde zum Symbol der neuen Macht der Seerepublik Venedig. Die finsteren Zeiten der Heiligen Inquisition hinterließen ihre Spuren hier ebenso wie die ausschweifenden Unterhaltungen des venezianischen Karnevals. Die vielen Kanäle entsprechen unseren gewohnten Gassen. Und der Zauber der Gondoliere hat bis heute nichts an Exotik verloren. Auch die große Kunst der Oper ist vertreten. Und die Bewohner und die Besucher lassen sofort den Zauber über sich wirken. Der schwarze Tod, die Pest, vernichtete große Teile der Bevölkerung und das Meer, die geliebte und gleichzeitig gefürchtete Braut Venedigs, forderte ihren jährlichen Tribut. Hier lebten und wirkten schillernde Persönlichkeiten wie Casanova und Cagliostro, deren riskantes und dekadentes Leben zum zweifelhaften Ruhm der Stadt beitrugen. Die durch Handel reich gewordenen Familien ließen ihre Palazzi direkt an den Kanälen errichten. Auf 1000 Pfählen ruhen die Fundamente noch heute. Es wurde an nichts gespart und sie förderten die Künste. So wurden Maler wie Giorgione oder Tizian berühmt und anerkannt. Die weltberühmte Rialto-Brücke überspannt stolz den Canal Grande. Die eingesessenen Venezianer atmen erleichtert auf, wenn die Touristen die Stadt verlassen. Endlich gehört, wenn auch nur für kurze Zeit, La Serenissima wieder ihnen allein. Auch viele Kirchen wurden von den reichen Venezianern gestiftet und der Baustil ist unverkennbar. Das tägliche Leben hier ist anders und überall Wasser. Ist doch alles auf Pfählen gebaut, die vor allem auf vielen kleinen Inseln eingeschlagen wurden. Früher gab es mehrere Werkstätten, die das spezielle Transportfahrzeug für die venezianischen Wasserkanäle herstellen durften. Doch heute wird die Gondola nur mehr für den Tourismus genutzt. Die Venezianer haben nie die Seele ihrer Vorfahren abgelegt, nie ihre Lebensgewohnheiten geändert und nie das Gefühl verloren, die Herrscher über diese außergewöhnliche und mystische Stadt zu sein.
Mächtige Mauern schützen die rumänische Stadt Sibiu, die vormals auch Hermannstadt genannt und 2007 zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt wurde. Die evangelische Johanneskirche liegt in der Oberstadt. Nach der Renovierung wurden hier zwei Orgeln und sakrale Kunstobjekte wie zwei wertvolle Flügelaltäre und ein Taufbecken ausgestellt. Auf dem Weg zum Zentrum liegt die orthodoxe Kathedrale, die erst ab 1902 zum Sitz der Metropoli, der rumänisch-orthodoxen Kirche, in nur 4 Jahren errichtet wurde. Die groß angelegte Kirche mit überkuppeltem Hauptraum ist der Hagia Sophia in Istanbul nachempfunden. Die ältesten Wand- und Ikonostase-Malereien stammen von Octavian Smigelci, der eine Synthese zwischen byzantinischer und rumänischer Volkskunst schuf. Die alte Stadt wurde bereits im frühen Mittelalter von deutschen Kolonialisten gegründet und erhielt von König Andreas II. Das Münzrecht. In einem der schönsten und größten gotischen Wohngebäude in Rumänien, der Casa Altenberger, ist das Geschichtsmuseum untergebracht. Es wird die Siedlungsgeschichte in anschaulichen Szenenbildern gezeigt, von der Steinzeit bis zum Mittelalter. Und Münzen und weltliche und liturgische Kostbarkeiten sind im ehemaligen Wohnturm ausgestellt. Prächtige Patrizierhäuser mit restaurierten Fassaden schmücken den Huitplatz, den Platz der Geistlichkeit, auch der spirituelle Mittelpunkt der Stadt. Hier lebt die Romantik früherer Zeit und das Standbild von Bischof Georg Daniel Deutsch erhebt sich vor der mächtigen Kirchenfassade. Die Siebenbürger Sachsen machten das Land im Karpatenbogen urbar, bauten Dörfer und Städte, überstanden die Angriffe der Osmanen und brachten Wirtschaft, Handel und Kultur zur Blüte. Mehrere Treppen und Wege verbinden von allen Seiten mit der Oberstadt. Fast alle Häuser am Platz hatten Läden im Erdgeschoss, wo Handel getrieben wurde. Und unter den Arkaden konnten sich Händler und Käufer bei Regen unterstellen. Der einstige Marktplatz der Handwerker scheint vom Ratsturm stets bewacht zu sein. Dieser trennt den Platz vom großen Ring. Die Ausblicke vom Turm sind überwältigend und bei schönem Wetter sieht man die Karpaten. Die Altstadt hat ihren Charme erhalten. Und die niedrigen Häuser der Hauptstraße wurden in einstiger Bauweise vorbildlich erhalten. Herz und Zentrum der alten Gründung ist Piazza Mare. Auf diesem großen Platz vor der römisch-katholischen Kirche spielten sich die wichtigsten Ereignisse ab. Innen konnte das spätbarocke Aussehen, das die Jesuiten einst prägten, bewahrt bleiben. Der repräsentative Kirchenbau entstand im Zuge der Gegenreformation. Sibiu ist zu Recht ein Ort der Weltkultur. Isfahan, die Hälfte der Welt. Die Oasenstadt am Zayanderut-Fluss ist mit dem historischen Stadtkern ein Juwel des antiken Persiens und eine der schönsten Städte der islamischen Welt. Bereits die ehrwürdige Freitagsmoschee zieht mit dem Zauber der Vergangenheit alle Besucher in ihren Bann.
Inmitten des alten Stadtzentrums liegt die schlichte Pfeilerhallenmoschee. Nahe liegt ein Mausoleum der beiden Propheten-Nachfahren Ibrahim Bata und Zain al-Abidin. Üppig blühende Gärten mit Wasserbecken empfingen die Ankommenden nach strapaziösen Karawanenetappen. Und Gartenpaläste, wie Karkschechel Sotun. Eine Audienz beim Schah in Esfahan war stets ein großes Ereignis. Im Nachtigallengarten befindet sich der Pavillon Haschbescht, der Palast der acht Paradiese, der als Harem verwendet wurde. Bald schon nachdem Schah Abbas der erste etwa 30.000 christliche Armenier im Stadtteil Julfa ansiedelte, errichteten diese ihre Erlöserkathedrale. Im Inneren wird die Christianisierung Armeniens dargestellt. Besonderer Anziehungspunkt ist die vielbewunderte Kaja-Brücke, sicherlich die schönste der Stadt. Von der Größe der islamischen Baukunst zeugt der Imamplatz, der Zentralplatz aus der safawidischen Epoche, genannt das Abbild der Welt. Siebenmal so groß wie der Marktplatz in Venedig. In seiner Mitte Blumen, Rasen, Sträucher und ein großes Wasserbecken mit Fontänen. Schah Abbas konnte die Fertigstellung seiner Moschee nicht mehr erleben. Mit atemberaubenden Ausmaßen und dem morgenländischen Prunk der kostbaren siebenfarbig glasierten Haftrangkacheln. Der Torpalast Ali Kapu liegt in der Mitte der westlichen Längsseite des Maidan. Kunstvolle Strukturen und Einlegearbeiten zieren die von Säulen gestützte Tribüne mit Baldachin, von der aus der König sportliche Wettkämpfe und Paraden überblicken konnte. Gegenüber erhebt sich die Lord Folla Moschee, deren Kuppeln trotz kleinerer Dimension ein Meisterwerk darstellt. Vermutlich die vollkommenste Fayence-Kuppel der Welt, sowohl in Farben als auch Musterung. Stets finden sich Besuchergruppen, die unterhalten werden. Und durch das Prunkportal im Norden des Platzes betritt man heute noch die Kaiserie, den kaiserlichen Bazar. Er gilt als einer der größten der Welt. Hier arbeiten Stoffdrucker, Kupferschmiede neben eifrigen Gewürzhändlern und Schmuckdesignern. Und Händler bieten Obst und Stoffe an. In Esfahan entstanden viele Moscheen und Karawansereien. Die Abbasi benannte, beherbergt seit 1979 das immer noch schönste Hotel Irans. Auch heute wohnt man in den weitläufigen Gebäuden, wie einst die Reisenden der Karawanen. Und die prächtige Ausstattung der Räume, nach safawidischem Vorbild, lässt viele Träume aus Tausend und einer Nacht sogleich zur Wirklichkeit werden. Esfahan ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Eine der schönsten Städte der Welt. Vom Domberg ist der Ausblick auf Tallinn am schönsten, auf die Hauptstadt von Estland. Hier ist das Mittelalter lebendig geblieben. Und die Domkirche St. Marien lässt von außen die Schlichtheit des 13. Jahrhunderts erkennen. Doch innen weisen Wappen und Gräber deutscher Ritter darauf hin, dass sie hier ihre Messen gelesen haben. Und gleich daneben weht ein Hauch von Russland, die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale.
Zar Alexander III. Ließ das Gotteshaus um 1900 als Sinnbild russischer Herrschaft bauen und in das russische Kaiserreich einbinden. Ebenfalls noch am Domberg in der Oberstadt steht das Parlamentsgebäude gegenüber der Kathedrale. Der erhaltene Wehrturm gehörte zur steinernen Burg des Deutschen Ordens. Der Rathausplatz ist typisch für die Altstädte des Mittelalters, mit Kirche, Rathaus, Ratssaal und gotischen Bürgerhäusern. Hier steht das einzige vollständig erhaltene gotische Rathaus. In der ehrwürdigen Ratskammer wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Die Pickstraße führt an repräsentativen Handelshäusern vorbei, wie das Haus der Bruderschaft der Schwarzhäupter. Auch das prächtige Haus der Olleigilde oder das Haus des Herrn mit dem Monokel. Und die sogenannten drei Schwestern. Die Nikolaikirche liegt bereits in der Unterstadt. Sie wurde 1230 von deutschen Kaufleuten errichtet. Heute wird sie als Museum geführt, mit sakraler mittelalterlicher Kunst. 3 Meter dick, 16 Meter hoch und 4 Kilometer lang. Die wehrhafte Stadtmauer von Tallinn umfasst die ganze Altstadt. Die dicke Margarete. Und 25 Türme sind noch erhalten geblieben. Die Olleikirche gilt als Wahrzeichen der Stadt. Mit stolzem 159 Meter hohem Turm war die Kirche 1267 das höchste Gebäude der Welt. Nach mehrmaligen Feuerschäden ließ sie Zar Nikolai I. in schlichter Weise wiederherstellen. Der fantastische Überblick vom Turm diente zur Sicherheit der Stadt. Aber auch die Seeleute orientierten sich nach diesem Wegweiser. Am Stadtrand ließ sich Zar Peter der Große 1718 das Schloss Katharinental inmitten einer riesigen Parkanlage errichten. Diese barocke Pracht sollte der Sommersitz für seine Frau Katharina und der ganzen Zarenfamilie für Aufenthalte in Tallinn sein. Doch der Zar starb noch vor der Fertigstellung dieses Schlosses. Jetzt zog das Estnische Kunstmuseum ein und in der Silberkammer werden einzigartige Sammelstücke ausgestellt. Park und Schloss wurden für die gehobene Gesellschaft zu einem beliebten Ausflugsziel. In der Bucht von Tallinn liegt auch das Seebad von Pirita, das beinahe die Blüte der Stadt durch Fischfang und Handel vergessen lässt. Samarkand. Perle des Orients. Eine der ältesten und schönsten Städte der Welt liegt in Usbekistan an der alten Seidenstraße. Der Timuriden-Stil bereicherte mit seiner glasierten Fliesenkeramik die Baukunst mit Dekorationseffekten, wie man sie zuvor nicht gekannt hatte. Farbige Mosaiken von erstaunlicher Leuchtkraft konkurrieren mit glasierter Reliefkeramik, deren Ornamentik aus Arabesken, Schriftzeichen und geometrischen Formen besteht. Die Medresse Tilakuri liegt am Registan, dem großen Platz. Das Prachtportal zeugt vom Selbstbewusstsein des Herrschers. Amir Temur, der Gründer eines Weltreichs. Das Ruchabad-Mausoleum wurde unter Temurs Herrschaft für den Sufi-Scheich Sagatschi errichtet.
Nahe liegt Gur Emir, das Grab des Fürsten. Sein Mausoleum und das seiner Angehörigen. 9 Kenotaphe aus kostbarem Stein markieren die in einer Gruft darunterliegenden Gräber. Die Bibi Shanum-Moschee sollte die größte Freitagsmoschee werden. Und direkt gegenüber befindet sich das Bibi Shanum-Mausoleum, ein Ziegelbau mit blau glasierter Kuppel. Der Überlieferung nach befinden sich hier die Gräber der Lieblingsfrau sowie ihrer Mutter und dreier Nichten. Nicht weit entfernt liegt der Markt. Ohne Übertreibung kann man diesen Ort ebenfalls als eine Art von Kulturstätte bezeichnen. Hier wird gefeilscht und geplaudert. Zum Greifen nahe liegt die Nekropole Shai Sinda, die als Pilgerziel schon lange vor Temur existierte. Der Legende nach befindet sich hier das Grab von Qusam ibn Abbas, einem Cousin des Propheten Mohammed. Die verschiedenen Mausoleen reihen sich entlang schmaler Gassen und ihr Inneres überrascht mit Vielseitigkeit. Alles wirkt wie ein Freilichtmuseum temuridischer Architektur. Oberhalb der Nekropole erhebt sich am Hang des Aswasjob-Hügels ein Ort der Pilger aus vorislamischen Zeiten. Die Moschee Hasrat Hizir. Im Aswasjob-Museum werden archäologische Funde aus der Zeit bis zur arabischen Eroberung ausgestellt. Auf dem Hügel befand sich einst Marakanda, die Hauptstadt von Songdiana. Eine blühende, reiche Stadt, die im ganzen Osten berühmt war. Im Norden das Flusstal Siab mit der heiligen Quelle. Und darüber am Hang liegt das Grab des Daniel. Auf einem Hügel am Stadtrand ließ Uluk Bek ein Observatorium erbauen, das an die astronomische Besessenheit des weisen Neffen von Amir Temur erinnert. Samarkand ist ein Märchen von atemberaubender Schönheit. Am südlichsten Archipel Dalmatiens liegt eine der faszinierendsten Hafenstädte der jungen Republik Kroatien, Dubrovnik, eine europäische Mittelmeerstadt mit großer Geschichte. Die Perle der Adria wurde im 7. Jahrhundert gegründet. Das alte Hoftor führt in die Altstadt und direkt auf den Luja-Platz, dem Hauptplatz, der vom Uhrturm und der Stadtloggia eingerahmt ist. Der Sponsorpalast aus dem 16. Jahrhundert wurde als Stilmischung von Gotik und Renaissance erbaut und beherbergte einst das Zoll- und das Münzamt. Die Stadt aus Stein hatte ihre Blütezeit im Mittelalter und gehörte zu den bedeutendsten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Mittelmeerraumes. Etwas abseits überrascht der barocke Prachtbau der Kathedrale Velika Gospa, die zwischen 1672 und 1713 auf den Ruinen einer romanischen Basilika erbaut wurde. Das Innere beeindruckt durch seine kolossale Raumwirkung. Mit mächtigem Hauptschiff und einer aufgesetzten, lichtdurchfluteten Kuppel.
mit barocken Figuren und schönen Bildern. Gegründet als römische Siedlung, Raucium, wurde der Ort im 7. Jahrhundert von den flüchtigen Bewohnern aus dem nahen Epidaurus besiedelt. Danach stand Ragusa bis ins 12. Jahrhundert unter dem Schutz des Byzantinischen Reiches und danach der Venezianer. Im historischen Zentrum erwarten die kleine gotische Kapelle Sveti Spas und der gewaltige Onofrio-Brunnen. Die große Zisterne der Stadt, die die Bewohner mit frischem Quellwasser versorgte. Dahinter erhebt sich die Kirche der Franziskaner, die nach einem Erdbeben neu errichtet wurde. Nur die Marmorkanzel ist erhalten geblieben. Der feierliche Barockstil umgibt das Grab des Stadtdichters Ivan Gundulic. Das direkt angeschlossene Kloster Malabraca wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Der älteste Teil ist ein herrlicher Kreuzgang. Der schattige, kühle Hof wird von 60 kunstvollen Steinsäulen eingerahmt. Stradun wird die belebte Hauptstraße der Altstadt genannt, in die schmale Seitengassen münden. Sie folgt in einer Geraden dem bereits früh zugeschütteten Kanal, der in alten Zeiten die Insel vom Festland trennte. Ab dem 13. Jahrhundert entstand eine Stadtbefestigung, die zu den massivsten, aber auch schönsten in ganz Europa zählt. Von hier oben konnte die Stadt überblickt werden. Erst spät wurde Ragusa zu Dubrovnik. Und durch die prachtvolle Lage, der unverwechselbaren Altstadt und den schönen Gebäuden zu einem Gesamtkunstwerk. Eine Schatztruhe der Geschichte. Rothenburg ob der Tauber, ein Hauptort der romantischen Straße. Das gewaltige Rödertor ist einer von mehreren Zugängen in die durch eine hohe Stadtmauer geschützte einstige Reichsstadt. Wo das deutsche Mittelalter bis heute erhalten ist. Die Rödergasse führt zum Röderbogen und dem Markusturm. Dann ist der Marktplatz erreicht, der mit Brunnen, gotischem Rathaus, mit Turm und angebautem Renaissance-Rathaus das Zentrum bildet. Das Museum mit mittelalterlichen Schauräumen lässt noch den Charakter einer düsteren Zeit erkennen. Vom Hohen Rathausturm wird die Bezeichnung Deutsches Jerusalem oder die hochgebaute Stadt erst richtig verständlich. Vom Marktplatz führt die Herrengasse hinunter zum Burgtor. Die Franziskanerkirche stammt aus dem Mittelalter mit zahlreichen steinernen Grabmälern an den Wänden. Dann ist wieder ein befestigtes Stadttor erreicht, das Burgtor. Der größte und älteste Torturm der Stadt, der einst auch eine Zugbrücke hatte. Die Hauptkirche St. Jakob wurde in über 100-jähriger Arbeit errichtet. Das Innere bildet ein überwältigendes Bild der hohen Kunst der deutschen Gotik. Der 12-Boten-Altar, der Hauptaltar,
ist einer der bedeutendsten von Deutschland. Hinter der Orgel befindet sich der Heiligblutaltar zur Verehrung einer Reliquie. Jeder Untertan der Reichsstadt Rothenburg sah schon von weit her das Wahrzeichen der Stadt. Die alte Stadt hat eine lange Geschichte und der von ehrwürdigen Patrizierhäusern eingerahmte Marktplatz ist heute noch der lebendige Mittelpunkt. Von hier führt die obere Schmiedgasse einen Hügel hinab, vorbei am stylischen Baumeisterhaus. Immer wieder verzaubern reizvolle Anblicke der Tore, Türme und Häuser. Es folgt wieder ein stark befestigtes Stadttor, trutzig und wuchtig zugleich, mit Wappen über dem äußeren Tor. Der Mühlacker Steig entlang der Stadtmauer führt zum südlichsten Zipfel der Stadt, wo sich das Krankenhaus befand. Hier wurde auch die gewaltige Spitalbastei errichtet. Mit 7 Toren, die zum größten Teil mit Fallgittern gesichert wurden, und einer Zugbrücke am Eingang. Es entstand eine Kleinstadt am Schnittpunkt verschiedener Handelswege, mit dicht gedrängten Häusern und von einer langgeschwungenen Stadtmauer beschützt. Selbst heute noch hat der Besucher innerhalb dieser hohen Mauern und in den engen Gassen das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Rothenburg oberhalb des Tals der Tauber zählt zu den beliebtesten Zielen von Besuchern aus aller Welt. Eine Stadt wie aus dem Märchen. Krakau gilt als kulturelle Hauptstadt von Polen und spielte mehrere Jahrhunderte lang in Europa eine herausragende Rolle. Im Mittelalter war die Stadt mit doppelten Mauern, 47 Wehrtürmen und 8 Stadttoren befestigt. Durch das Florianstor führt der Weg zum großen Marktplatz, Rejnik Glovny, der auch heute noch das Zentrum der Altstadt bildet. Imposant erhebt sich hier seit dem 14. Jahrhundert die prächtigste Basilika von Krakau mit dem Hauptaltar vom Nürnberger Veitstoß. Gotik, Historismus, Barock und Jugendstil sind unter dem himmelblauen Gewölbe vertreten. In der Mitte des Marktplatzes stehen die bekannten Tuchhallen, die ebenfalls Wahrzeichen der Stadt sind. Der 70 Meter hohe und leicht geneigte Rathausturm steht nur mehr alleine, gleich neben den Tuchhallen, da das Rathaus abgerissen wurde. Auch die St. Andreaskirche zählt zu den ältesten der Stadt. Im 11. Jahrhundert gebaut und später umgebaut. Direkt daneben ein weiterer Prachtbau. Die Peter- und Paul-Kirche, die der römischen Jesuitenkirche Il Gesù ähnelt. Eine Stiftung von König Sigismund III. Vasa. Der Wawelhügel wurde zum Nationalheiligtum. Eine Verkörperung der höchsten geistigen und patriotischen Werte Polens. Das Symbol der religiösen und politischen Tradition. Auf dem großen Burggelände wurde die gotische Kathedrale errichtet, in der die polnischen Könige gekrönt und beigesetzt wurden. Obwohl sie aus verschiedenen Epochen stammen, wirken die einzelnen Teile der Kathedrale wie ein einzigartiges Ganzes. Eine Bastion von historischem Wert für den einstigen Glanz des Königreichs.
König Sigmunds Dari ließ italienische Künstler das Schloss und den Arkadeninnenhof errichten. Das weitläufige historische Viertel Kasimirs wurde als unabhängige Stadt gegründet. Beinahe nebenan befindet sich die barocke Paulinerkirche auf dem Felsen. Die Krypta unter der Kirche wurde zum Nationalmuseum für bedeutende polnische Künstler und Wissenschaftler. Die Pfarrkirche von Kasimirs steht am Marktplatz. Auch diese Kirche der Augustiner wurde von König Kasimirs gestiftet. Von Beginn an war es das Viertel der jüdischen Bevölkerung mit der Isaak-Synagoge. Schlicht und unverziert ist das Innere der Remo-Synagoge. Und nebenan am alten jüdischen Friedhof erzählen Grabsteine Geschichten. Doch alles verändert sich und hier entstand ein angesagtes Ausgehviertel. Die alte Synagoge Stara ist jetzt zu einem jüdischen Museum geworden. Der Tempel ist die älteste Synagoge von Polen. Die Metropole an der Weichsel strahlt Energie und Atmosphäre aus. Einen Mix aus Kultur und purem Leben. Aus Historie und Moderne, aus Zukunft und Legenden. Kyoto gilt als Wiege der japanischen Kultur. Die alte Kaiserstadt mit 1200-jähriger Geschichte. Kaiser Saga ehrte den Mönch Kukai und überließ ihm den Osttempel Toji als Hauptsitz des Shingon-Buddhismus. Die Vortragshalle enthält ein aus 21 Holzskulpturen bestehendes Figurenmandala. Ein Ort der Ruhe und Geborgenheit. Der Nishi-Honganji-Tempel ist der Haupttempel der Yodo-Shinshu-Schule. Ein besonders schönes Beispiel buddhistischer Architektur. Die Tempelhallen und Tore schmücken aufwendige Schnitzereien und andere Bau- und Dekorelemente. Besonders das prächtige chinesische Tor mit seinen Motiven und den chinesischen Löwen. Fünf Gebäude der Anlage sind zu Nationalschätzen erklärt worden. Der Nijojo-Palast wurde von dem Shogun Tokugawa Ieyasu 1603 als Residenz erbaut. Der Garten des Palastes wurde zu Ehren von Kaiser Gumizuno von Kobori Enzo, einem der berühmtesten Gartenmeister Japans, zu dieser Pracht umgestaltet. Der Palast selbst besteht aus 5 verschiedenen Gebäuden und ein Wassergraben schützt. Am Nordrand der Stadt liegt der Kinkakuji-Tempel, der goldene Pavillon. Eines der schönsten Bauwerke der Muromaki-Zeit, dessen vergoldete Fassade sich in einem Teich spiegelt. 1394 wurden der goldene Pavillon und der Garten angelegt. Hier wurde auch der japanische Kaiser Gokomatsu empfangen. Der Kamigamo-Schrein gehört zu den einflussreichsten und mächtigsten Schreinen während der Heian-Zeit.
Der Schrein wurde im späten 7. Jahrhundert gegründet und bereits im 11. Jahrhundert existierte die Anlage in ihrer heutigen Form. Insgesamt werden 36 Gebäude der Anlage als nationale Kulturschätze eingestuft. Der sogenannte Philosophenweg führt zum Tempel Gekakuji. Die weitläufige Gartenanlage verkörpert den Höhepunkt jener Epoche, aber auch eine dem Untergang geweihte Zeit. Die private Villa von Shogun Yoshimasa war sein Altersruhesitz. Das gut erhaltene Gion-Viertel östlich des Kamo-Flusses ist auch bekannt für traditionelle Vorführungen wie Teezubereitung, Koto-Musik oder höfische Tänze. Kyoto ist das alte Japan. Im bergigen Hochland von Äthiopien befindet sich ein außergewöhnlicher Schatz der Menschheitsgeschichte: die 11 Felsenkirchen von Lalibela. Der berühmte Amhara-Herrscher Lalibela beschloss im 13. Jahrhundert die Gründung eines neuen Jerusalem in seinem eigenen Reich. Die in ihrer Konstruktion einzigartigen Felsenkirchen gehören zu den nur wenig bekannten Wundern dieser Welt. Gut getarnt im roten Tuffgestein. Diese Monolithenkirche wurde komplett aus dem Fels herausgehauen. Danach begannen die Steinmetze außen und innen mit der Gestaltung. Es entstanden Kuppeln, Fenster, Türen und Säulen, die vom Boden bis zur Decke reichten. Überall ist der axumitische Architekturstil zu erkennen. Das Innere der Felsenkirche wirkt wie eine voll ausgebaute Basilika mit Narthex, Hauptschiff und Seitenschiffen. Gemälde mit biblischen Motiven und Steinornamente schmücken Säulen und Wände. Es wird angenommen, dass Bete Mariam das erste Bauwerk von König Lalibela war. Lalibela war der bedeutendste König der Sakwe-Dynastie, zu dessen Ehren die in der abgeschiedenen Bergwelt gelegene ehemalige Hauptstadt Roha umbenannt wurde. Er war der König, der als Knabe von einem Schwarm Bienen zum Herrscher auserkoren wurde. Das Bienenvolk hatte ihn wie eine Wolke umhüllt, ohne ihn zu stechen, ein himmlisches Zeichen. Die Außenwege sind eng und schwer zu begehen. Und in jeder noch so kleinen Nische leben Priester oder Mönche, die ihre Kirchen betreuen. Auch die verschiedenen Höhlen und Kapellen wurden bezeichnet, wie das Grab des Adam oder andere biblische Namen. Dann führt der Weg wieder an die Oberfläche, den Berg hinab, vorbei am traditionellen Dorf voller Bienenstockhütten. Plötzlich ist sie von oben zu sehen, die schönste aller Kirchen mit der Form eines griechischen Kreuzes. Bete Georgi, geweiht dem heiligen Georg. Der Legende nach wollte der fromme König Lalibela ein neues Jerusalem erschaffen. Und das Flusstal Jordan sollte die beiden Kirchengruppen voneinander trennen. Von einem Korridor aus ist vorerst nur die Fassade zu sehen, da die Kirchen im Felsen verborgen sind.
Innen befindet sich ein kleiner, zentraler Raum, von dem aus Nebenräume anschließen, die den Erzengeln Gabriel und Raphael geweiht sind. Verwinkelt und eng windet sich der Weg wieder hinauf. Von hier oben ist Bethe Emanuel in voller Pracht zu sehen, ganz in der außergewöhnlichen Art der bekannten Kirchen von Lalibela. Mehr als ein Menschenalter benötigten die vielen genialen Steinmetze aus Jerusalem und Alexandria, um dieses achte Weltwunder dem Vulkangestein der Hochebene abzutrotzen. Der Legende nach heißt es, Gott selbst habe fleißige Engel gesandt, die nachts weiterarbeiteten und die erschöpften Steinmetze ablösten, um das neue Jerusalem in Lalibela zu erschaffen. Český Krumlov, eine außergewöhnliche Stadt voll lebendiger Geschichte. Das Budweiser Tor schützte seit dem Mittelalter die tschechische Stadt von Norden her. Hier wurde kontrolliert und bewacht. Direkt am Hang vom Burgberg liegt der Stadtteil Latrán, dessen Bewohner ursprünglich den wirtschaftlichen Betrieb der Burg sicherten. Eine enge Gasse führt hinauf zum Zentrum der Innenstadt. Der quadratische Platz der Eintracht wird eingerahmt von Bürgerhäusern, die überwiegend aus der Zeit der Gotik oder Renaissance stammen. Bei den historischen Häusern sind die kunstvollen Ausschmückungen erhalten geblieben und versetzen den Betrachter sofort in die Zeit des Mittelalters. Das Mühlrad der kleinen Mühle unter der Burg steht zwar schon still, doch der Mühlbach fließt noch immer und quert einen Bogen des Moldauflusses. Hölzerne Stiegen bilden Zugänge. Hier ist der Fluss eine natürliche Trennung zwischen Innenstadt und Burgberg. Und das Wehr verhindert eine wilde Strömung. Die junge Moldau führt vorbei am Egon Schiele Art Center. Die Edward-Benesch-Brücke ist ein weiterer Zugang. Eine steile Steintreppe führt hinauf zur St. Veitskirche, wo gleich nebenan die Prälatur liegt. Auf dieser Anhöhe reihen sich die besterhaltenen Bürgerhäuser dicht aneinander und öffnen sich freie Blicke auf das Schloss und den Stadtteil Latrán. Doch die Stadt erlebte nicht nur Epochen wirtschaftlichen Wachstums. Von diesen schwierigen Zeiten ist heute allerdings nichts mehr zu bemerken. Das Zusammenspiel von Fluss und Altstadt übte immer einen besonderen Reiz auf die Menschen aus. Und so siedelten sie bis zum Flussufer, obwohl immer wieder Überflutungen stattfanden und die liebliche Moldau zum reißenden Strom wurde. Durch das Rote Tor führt der Weg zum ältesten Teil vom Schlossareal. Im Burggraben werden Bären gehalten. Und der zweite Schlosshof wurde von der Burggarde bewacht, an die noch mehrere ausgestellte Kanonen erinnern. Es war ursprünglich eine frühgotische Wohnburg des Geschlechts der Witigonen. Als diese in direkter Linie ausstarben, folgte die Familie Rosenberg. Rund 300 Jahre lebten und regierten diese hier. Dann übernahmen kurzfristig die Habsburger. Und bald darauf folgten die Fürsten von Eggenberg. In Český Krumlov ist die Geschichte auf eindrucksvolle Art lebendig geblieben.
mit faszinierenden Impressionen und Einblicken in die Geschichte Böhmens. Im Laufe der Zeit wurde der ursprüngliche Charakter des französischen Gartens im westlichen Teil in eine von englischen Einflüssen geprägte Parkanlage umgewandelt. Es folgte das deutsche Fürstengeschlecht von Schwarzenberg, das 1863 die Residenz nach Luboka verlegte. Doch Burg und Stadt blieben erhalten und zu Recht von der UNESCO geschützt. Erst jetzt versteht der Reisende die Vielfalt der Kultur, die Geschichte von Völkern und Nationen und erkennt auch die ähnlichen Wurzeln des Glaubens. Es war immer der Mensch, der seine Kapitalen der Kultur geschaffen hat.